Hier sind überall Sachen und ich weiß nicht, was ich machen muss. Muss ich die Bullies killen oder so? Stirb. Nicht du, Mario. Hör doch mal zu. Ich hab die Bullies gemeint. Au. Oh! Da ist mein Stern nicht. Ich gibt's hier noch irgendwo was. Komm schon. Warum rennst du eigentlich nicht, Mario? Oh, eine Kanone. Oh, Mario rennt nicht. Ist das nicht toll? Ah, der Zug ist zu schnell. Wenn man sich ein bisschen umguckt und so. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Dass man mit offenen Augen sich umguckt, ist durchaus möglich. Oh, und dann läuft einem die Zeit ab, weil man nicht aufgepasst hat und dann ist man tot. Jetzt wissen wir, wozu die Hektik. Ja, dann wäre der Kommentar irgendwie im Miiverse auch beantwortet. Ja, ich bin gerade wirklich schlecht im Timing. Erklärt mir bitte, was ich gerade falsch mache. Ich blick's nicht. Da kann man übrigens am Start immer wieder schön Münzen abgreifen. Ne? Man könnte im Prinzip, glaube ich, aus dem Block unendlich Münzen rausholen. Es gibt ein paar Stellen im Spiel. Oh! Jetzt bin ich versehentlich auf ZL gekommen. So eine Scheiße. Könnte noch. Das gibt's noch nicht. Ich habe eigentlich nach rechts gelenkt, nicht nach abgrundwärts. Ja, also, ich kann ja auch nicht Gedanken lesen. Woher soll ich wissen? Wow! Nein! Gut, dann haben wir jetzt die Chance, es nochmal anzugucken. Oh! Das könnte auch ein Problem werden, wenn ich mich auf die Art umbringe. Ich wollte eigentlich nur darüber springen und nicht in den Abgrund springen. Ziel des Glückssache, ne? Ja, eine Kleinigkeit, ich habe die Käfer immerhin damit getroffen. Also muss ich ihn wohl geworfen haben. Was mache ich mit dir jetzt? Das war ein Weitsprung, um es gesagt zu haben. Das heißt, wenn ihr dann noch 100 Mal von hinten oder mit dem Hinterteil vom Auto gegen irgendwas dagegen klappt. Ja, genau sowas geplant. Das war ein astreiner Weitsprung, Mario. Das war auch ein astreiner Weitsprung. Finde ich schön, dass du das so machst. Das ist eine tolle Demonstration, ne? Geduckt springen statt Weitsprung. Das ist toll. Ja, so ähnlich. Und zack. Und hopp. Und Kamera drehen. Ja, dankeschön. Ja, weil ich jetzt 2 Sekunden verbraucht habe, um die Kamera zu drehen, damit ich sehe, was ich mache, und dann ist man tot. Man hat eine relativ begrenzte Auswahl an Fläche, auf der man landen kann. Und wenn man einfach ins Wasser läuft, oder in die Limonade, oder was auch immer das für ein komischer Sumpf sein soll, dann ist das auch nicht sehr hilfreich, stellen wir gerade fest. Katzenturm, Katzenglocke, Pussy Power. Wir nennen das jetzt Pussy Power. Genau, weil genau das ist es. Oh, Scheiße. Hoffentlich ist das die richtige Röhre, um nicht gekrillt zu werden. So viel dazu. Die Frage war schnell beantwortet. Ja, nee, für 199 Euro. Glaubt man's? Nee, glaubt man nicht, ne? Klingt unwahrscheinlich, aber es ist so. Oh, nicht runter! Nicht runter! Ho! Mario, nein! Ich wollte eigentlich nicht im ersten Level schon sterben, vor allem da ich jetzt so ziemlich alles hatte außer dem Stempel. Ich wollte doch nur da aufmachen, Mensch. Gut, erstmal für einen Moment die Schnauze halten hier, damit das Ding nicht versehentlich losfährt. Damit konnte ich jetzt nicht rechnen. Wahnsinn. Das ist gerade dumm gelaufen. Wir stellen fest, der Katzenanzug ist nicht sehr hilfreich bei diesem Kram hier. Oh, wie schade. Ja, du mich auch. Achso, das war jetzt saudoof, ne? Haha, da habe ich dich ausgedrückt. Wieso bist du jetzt wieder zurückgegangen? Ihr habt das gesehen. Ich habe den aktiviert, dass er wieder rausgeht. Und dafür ist er aber auch direkt wieder zurückgegangen. Das war jetzt gerade saudumm, ne? Oder was weiß ich was. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Also hat der Sommer durchaus auch was Positives. Wow, was war das? Was hast du gerade für einen komischen Sprung gemacht? Und warum? Und wieso ging der so weit? So weit war das gar nicht geplant. Uiuiuiui. Aber bis jetzt läuft das ziemlich gut, muss man gerade so feststellen. Hätte ich doch nur die Schnauze gehalten. Da war der letzte Schlüssel.
Oder? Oh, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich alles verloren. Ich wollte eigentlich im Rennen die Katzenglocke aktivieren und die gleich einsammeln, damit ich den Fahnenmast einfach hochlaufen kann, nachdem ich meinen Deckel verloren habe. Aber nee, stattdessen drücke ich mal wieder Plus. Aber das Minus, das ich eigentlich drücken wollte, hat er auch erkannt, der Controller. Und ja, dann habe ich beides verloren. Ne? Also ich habe zu viel Zeit verloren, dadurch, dass ich langsamer wurde. Ich habe meine Katzenglocke aktiviert, konnte es aber nicht mehr einsammeln, weil sie irgendwie hinter mir gelandet ist, anstatt vor mir. Und überhaupt sowieso. Das war jetzt gerade doppelt, dreifach, ultra, hyper... Combo-Fail.